Also das Wetter ist ja mal durchwachsen. Und morgen Regen. Ey, was ist das? Und dann, jetzt kommt die Sonne raus. Natürlich noch windig. Zahnarzt hat mich angerufen. Ich habe ja morgen einen Termin. Aber da gehe ich nicht hin. Die haben mir ja im Vorfeld so eine unheimliche Rechnung gestellt. Und habe ich gesagt, hör mal, erklären Sie mir das mal. Konnten sie nicht. Und dann hatte ich diesen Erinnerungsservice für den Termin morgen. Und die wollten mich eigentlich im Vorfeld anrufen, mir die Rechnung erklären. Das hat ja schon vorher ergab das nie Sinn. Bis jetzt bin ich zur kostenlosen Zahnreinigung hin, ja? Und plötzlich hatte ich eine 450-Dollar Rechnung. Na, auf jeden Fall haben sie mir jetzt aufs Band gesprochen. Die wollen wahrscheinlich wissen, ja, wieso denn nicht und bla, ja, welcher herrufen. Jetzt trinke ich erstmal Kaffee. Steuerbehörde muss ich auch noch anrufen. Habe ich auch noch nicht erreicht. Warum die mir 1700 Dollar zu wenig überwiesen haben. Nervt mich alles. So, ja, offiziell auf Standby. Na? Aber arbeiten muss ich wahrscheinlich nicht. Ich habe mir überlegt, zur Nordschau zu fahren, aber reicht nicht. Ja, der Wind ist so krass, die Blumen hier, die knickt dauernd um hier, die nervt mich. Aber jetzt geht es erstmal Kaffee. Super windig, wolkig mittlerweile, die Sonne kommt immer mal wieder raus. Chris hat keine Zeit heute, keine Zeit morgen. Ja, heute muss ich Videos zusammenschneiden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo hingehe, vielleicht zum Sonnenuntergang, aber wird wahrscheinlich nichts. Stau wird wahrscheinlich auch sein. Mal sehen. Angeln habe ich mal wieder Bock, man war ich Ewigkeiten nicht. Weißt du, der Channel, der fing ja eigentlich an als Diary und Angel-Kanal. Angeln gehe ich überhaupt nicht mehr, Mann. Und ich bin immer noch nicht durch die kompletten Angelsachen gegangen, was ich immer mal machen wollte, um mal den ganzen Rums, den ich nicht mehr brauche, entweder beiseite zu legen oder wegzuschmeißen. Ich könnte eigentlich ziemlich viel wegschmeißen. Was schade ist, aber das liegt mir halt dauernd rum und wenn ich was suche, finde ich es nicht, weil ich halt so viel Zeug habe. Naja, das muss ich irgendwann mal machen. Vielleicht später. Aber ich muss erst mal mit den Videos nachkommen. Ey, ich bin 5 Tage hinten, ich nervt mich alles. Ich muss unbedingt Pop-Ups üben heute. Ich habe gerade mit Chris Kontakt gehabt, der meinte, ey, hast du Pop-Ups geübt? Ich so, ja, noch nicht. Ey, jetzt mach das! Leg das Brett jetzt in den Garten und mach das jetzt! Ich weiß, muss ich unbedingt machen. Eventuell fahre ich nachher zu diesem Surfshop und hole mir ein Surf-Shirt, was mich motivieren würde. Eventuell. Und ich hoffe, die haben offen diesmal. Denn ich fahre da nicht nochmal hin. Umsonst. So. Ja, jetzt haben wir auch schon. Was haben wir denn? Kurz vor 1, ey. Ja, ich habe auch mit dem Zahnarzt telefoniert, ne? Der Accountant, der ruft mich gleich irgendwann an. Und noch steht der Termin morgen. Ich habe denen gesagt, ey, wenn das dabei bleibt bei der Summe und die können mir das nicht erklären, ey, dann ist da morgen kein Termin, dann gehe ich woanders hin. Ich bin nicht zufrieden. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann gehe ich da nicht hin. Habe ich denen gesagt. Ich bin gespannt. Also dieser Zahnarzt, der geht mir immer mehr auf den Geist. Ne? Jetzt haben wir 20 nach 4. Der Stau auf dem Weg zum Meer mittlerweile signifikant, aber jetzt nicht so super, super dramatisch, wie es schon mal war, aber schon signifikant. Und eigentlich sollte mich der Accountant dir anrufen. Ich tauche morgen nicht zu dem Termin auf. Normalerweise, es kostet Geld hier. Strafe, wenn man nicht auftaucht zum Termin. Aber die haben mir eine Textnachricht geschickt. Ja, wenn sie auftauchen zum Termin. Oder nein, wenn sie nicht auftauchen. Ich habe den Textnachricht zurückgeschickt. Nein. Bevor die mir das nicht erklären. Ja, der hat mich angerufen. Ja, ich dachte, da mache ich nicht auf. Die spinnen ja, Mann. Und dann sage ich meiner Krankenversicherung Bescheid, dass die ganzen Pre-Approval-Dinger, die sollen sie schön canceln. Ey. Naja, normalerweise bleibe ich im Zahnarzt beim Friseur, ne, wenn ich einigermaßen zufrieden bin. Aber jetzt habe ich weder einen Friseur noch einen Zahnarzt. Und dementsprechend sehen natürlich meine Zähne und meine Haare aus. Ja, er hat mich tatsächlich der Zahnarzt doch noch angerufen. Was haben wir? 4:30. Ja, die überweisen an die Versicherung alles Mögliche.
Ey, und dann, also es soll morgen eigentlich angeblich nur $150 kosten. Also ich gehe mal morgen dahin. Lass mir das nochmal bestätigen und dann sollen die das machen. Karies hier zumindest, den einen Zahn. Und dann gucke ich mal, wie zufrieden ich bin. Soll weiß sein, nicht Porzellan, sondern so ein Hard Resident Zeug. Porzellan machen die nur bei Füllungen. Oder Inlays, hast du nicht gesehen. Na, auf jeden Fall mache ich das morgen um 10. Das Wetter weiterhin windig, unbeständig. Chance auf einen guten Sonnenuntergang 16%. Von daher gehe ich wahrscheinlich eventuell heute mal nirgendwo mehr hin. Seht zu, dass ich die Videos zusammenschneide. Wenn man mit dem Video ein Video auf, mit dem Handy ein Video aufnimmt, ja, und das hochkant anfängt und dann dreht, dann erkennt mein Videobearbeitungsprogramm, ja, das als Hochkantvideo und nicht als seitlich. Ey, damit habe ich gerade jetzt ohne Ende Probleme, das irgendwie in Landscape-Mode hinzubekommen. Nervt mich voll, Mann. Ja, zumindest hat sich die Zahnarztgeschichte zumindest geklärt. Die Steuerbehörde, ja, bei denen ich mal nachfragen will, was denn das soll mit dem zu wenig überweisen, die erreicht man nicht. Ey, da ist so viel Volume, ja, die kriegen so viele Anrufe. Ich versuche das morgens, mittags, nachmittags. Ich komme einfach nicht durch. Da muss ich auch dranbleiben. Mal gucken, ob ich das auch noch geregelt bekomme die Woche. So, wir haben jetzt bereits 10 nach 6. Die Sonne geht mittlerweile so um 1 Minute nach 7 unter. Aber ob ich zum Sonnenuntergang fahre, ist fraglich. So, jetzt fahre ich mal zum Surfshop. Und wenn ich es da wieder irgendwie nicht habe oder irgendwie nicht kriege, dann habe ich schon auch so voll. So, und dann zu Target. Da habe ich nämlich gesehen, da ist Lindt-Schokolade seit gestern im Angebot. Da kriegt man zwei Tafeln für $5. Da kostet normalerweise eine einzige Tafel $4,50. Und da gibt es nicht nur diese super geile Lindt-Schokolade, die normale, ja, Vollmilch, sondern auch Ferrero Rocher mit Vollmilch und in Weiß. Also, obwohl ich ja eigentlich zurzeit keine Süßigkeiten esse und so weiter, ja, kaufe ich mir die mal. Denn dann muss ich ausprobieren. Das hört sich ziemlich verlockend an. Bevor die ausverkauft ist oder sonst irgendwas und das Angebot verfällt. Ich meine, das fahre ich da mal vorbei und hole das. Also das sind die beiden Sachen, die ich jetzt erledigen will und dann eventuell muss ich mal sehen, ob ich noch zum Meer fahre. Aber es ist unwahrscheinlich. So, und ich habe auch gesehen, der Wetterbericht, ja, soll windig und regnerisch bleiben. Das gibt es doch nicht mal. Der Kollege hat seine ersten Turtle Bay-Flüge hinter sich gebracht und es sieht so aus, als hätte der Ground-Personal und ein Fueler rübergeflogen. Das heißt, wir haben ja jetzt einen Fuel-Truck scheinbar. Macht Progress. Aber mehr als zwei Flüge am Tag finden da bisher mittlerweile, also bisher nicht statt. So, auf geht's. Bringen wir die beiden Sachen dahinter uns. Heute will ich auf jeden Fall ein Workout machen. Ein paar Liegestütze und so weiter habe ich schon gemacht, aber das ist ja kein Workout. Mit den Videos bin ich auch noch nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich dachte. Und wie gesagt, der Tag ist so gut vorbei. Aber bevor ich den ganzen Tag nur zu Hause rumlungere, fahre ich jetzt wenigstens mal lieber zu diesen beiden Shops. Dann waren wir mal draußen. Obwohl man das jetzt wirklich mal draußen nennen kann. So, da sind wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe von Weitem gesehen, die Türen sind schon wieder zu, die Haupttüren. Also irgendwas geht hier, ja. Live-Musik. Also nicht Live-Musik, aber laute Musik. Stände stehen da. Und ich kann es nicht glauben, aber der Shop hatte zu. Ey. Also ich glaube, einmal, ja, fahre ich da noch hin. Aber ich bin heute schon wieder umsonst hingefahren. Ey. Es geht mir jetzt gerade mal so sich richtig, richtig auf den Geist. Auch wenn ich noch zum Sonnenuntergang wollte, wäre jetzt zu spät. Sieht mich gar nicht so super schlecht aus. Da ist ein bisschen was im Himmel. Boah, nervt mich das, dass ich das jetzt nicht bekommen habe, Mann. Ja, ich muss echt überlegen, ob ich das echt, ey. Verstehe ich nicht, Mann. Also im Internet steht, die machen um 10 Uhr abends zu. Wenn der ganze Laden dicht macht. Ich komme immer irgendwie an, wenn es zu ist.
Na, jetzt fahre ich zu Target und dann überlege ich mir, ob ich bei Costco vorbeifahre. Ich brauche eigentlich nichts. Denn ich esse ja so gut wie nichts. Von daher, was soll ich da. Ich könnte mal gucken, was wir an Angeboten haben. Ich hätte irgendwas gesehen das letzte Mal, das wollte ich. Ach ja, Fischöl wollte ich mal nehmen. Da habe ich auch so ein paar YouTube-Videos gesehen, dass das Fischöl so super sein soll für einen. Und ich glaube, das hat mir im Angebot. Ah, ich muss mal sehen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich nehme jetzt Vitamin D neuerdings. Das soll super sein für alles. Naja, ey, jetzt haben wir noch zu Tage, wenn die da auch nichts haben, ne? Von dem, was ich wollte, dann. Nein, das schauen wir erstmal. Bevor ich mich jetzt künstlich aufrege. So, bei Target habe ich alles bekommen. Die Sonne geht genau in 11 Minuten unter. Schaffe ich nicht mehr bis zum Elektrobier. Aber ich habe es bekommen. Hier, Ferrero Rocher braune Schokolade. Allerdings sind da nur 90 Gramm drin. Also so super Angebot ist es nicht. Und den Weiß. Ich kann mir vorstellen, dass es Weiß was besser ist. Ja, und dann sowieso meine Lieblingsschokolade hier, Lindt, ne? Milch, Vollmilch. Da sind wenigstens 125 Gramm drin. Und kostet alles 2,50 Dollar. Statt 4,99 normalerweise. Also ist genau um 50% reduziert. Die haben da ja dieses Bounty-Zeug, ja? Ich erinnere mich, als ich hier in Hawaii angekommen bin, da hat das 3,79 gekostet. Und dann hat sich das irgendwann hochgeschraubt auf 3,89, 4,50, 5,79. Das kostet mittlerweile 6,79. Also die Preise haben sich seit 2,5 Jahren zum Teil, ja, auf solche Luxusprodukte oder Sachen, die man jetzt nicht unbedingt braucht, verdoppelt. So, jetzt springe ich kurz mal bei Costco rein, guck mal, ob die irgendwas haben Interessantes. Weil ich keinen Bock habe, jetzt wieder nach Hause zu fahren, keinen Bock zum Meer zu fahren. Machen wir das kurz. Hey, wenn ich mir gerade hier so Verkehr angucke, ja, brauche ich eigentlich nichts von Costco. Ich muss da eh morgen hin oder übermorgen. Von daher spare ich mir das jetzt. Die Schokolade wird dann eh weich, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf, bei immer noch 26 Grad. Da fahre ich jetzt nach Hause. Castor Oil, das ist gestern auch noch angekommen. Ja. Castor Oil, das soll gut sein für, keine Ahnung, Haarwachstum? Hab schon nicht gehört. Soll man sich auf die Augenbrauen machen, dann soll die Augenbrauen buschig werden. Also, ich packe mir das jetzt auf die Augenbrauen. Ach ja, soll man sich auch auf die Augenlider machen, bevor man schlafen geht. Und dann soll das dazu führen, dass man wunderbar schläft und alles super ist und die Augenlider werden jünger. Naja, auf jeden Fall habe ich das. Da habe ich ganz schön Geld ausgegeben. Also, was heißt ganz schön Geld? 10 Dollar oder so, ne, für ein Fläschchen. Und das habe ich gerade bei Target auch gesehen. Für 3 Dollar. Ich meine, das ist natürlich ein kleineres Fläschchen, aber. Und die hatten da noch so ein anderes Öl, ja. Davon habe ich noch nie gehört. Irgendwie so ein Tee, hast du nicht gesehen. Kostete 2,50 Dollar. So, es stand genau neben dem Castor-Zeug und hatte die genau gleiche Beschreibung. Also das soll man hier im Haar, wenn das super trocken ist, das ist ja immer super trocken, weil ich es ja halt behandle mit so einem Blondier-Shampoo. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das Haarbrauen gekauft. Jetzt habe ich erstmal genug Schokolade und Öl gekauft. Ich meine, wenn die Schokolade jetzt richtig, richtig, richtig geil ist, ja, dann fahre ich da morgen nochmal hin und hole mal nochmal. Denn, so Angebote kriegt man hier, das kriegt man hier einfach nicht, weißt du, das kostet 5 Dollar normalerweise. Und 2,50 Dollar ist das schon ein guter Preis. Also ist natürlich jetzt im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, da kostet es immer noch die Hälfte. Aber also wenn man es überhaupt bekommt, ja, so geile Lindt-Schokolade, dann ist es normalerweise unbezahlbar. So, jetzt haben wir nach Sonnenuntergang, 10 nach 7. Fahre ich nach Hus. Und dann überlege ich mir, ob ich noch eine Avocado esse. Ah ja, ich wollte mir noch Eier kochen. Die sind nämlich jetzt auch bald fällig, sozusagen. Also entweder wegzuschmeißen oder zu ersetzen. Also deswegen glaube ich, koche ich mir ein paar Eier und esse Avocado. Eventuell mit Brot. Da habe ich nämlich noch eins im Kühlschrank, was weg muss. Aber Hunger habe ich zurzeit genau null. Was gut ist. Denn ich muss mich jetzt nicht unbedingt zwingen, was zu essen, denn ich habe immer noch 2-3 Kilochen abzunehmen, bis ich
mein Wunschgewicht erreicht habe. Aber ich bin fast da. So, da sind wir wieder zu Hause um 10 nach 7. Das war ja größtenteils ein Satz mit X. Aber gut, zumindest die Schoki haben wir bekommen. Ich hoffe, die ist gut. Wenn nicht, naja, ist egal. Und dann habe ich dieses Öl halt. Argan? Schon nie gehört. Premium Hair Oil. Penetrates the hair to help moisture each layer. Na, bin ich mal gespannt. Okay, so jetzt koch noch ein paar Eier. Irgendwann muss ich noch Workout machen. Gott. Ein Brot mit 4 Eiern und Avocado gab es zum Abendessen und ich musste natürlich die Schokolade probieren. Also die braune, die ist schon richtig geil. Aber die weiße, die ist noch wesentlich besser. Und jetzt habe ich viel zu viel Schokolade gegessen. Und Workout habe ich auch nicht gemacht. Morgen unbedingt. Auch Pop-Up habe ich nicht geübt heute. Muss ich morgen auch direkt machen. Fange ich doch morgen früh direkt an am Kaffee. Der Chris sucht gerade nach irgendeiner Location, wo man sich eine Massage verpassen lassen kann. Er meinte, er könnte sie nicht bewegen. Also ist da los, weiß ich auch nicht. Muss ich mal nachfragen. Aber dann kann er ja auch nichts machen. Na, die Hauptbeschäftigung gerade ist Graden. Wahrscheinlich sitzt da krumm am Tisch. Weiß ich aber nicht. So, jetzt haben wir mittlerweile 10:30. Ich gucke mir gerade noch einen Film an. Und vielleicht komme ich ja mal früher ins Bett. Aber wenn nicht, ist auch egal. Ich habe jetzt noch 3 Tage frei. Morgen soll es nochmal regnen richtig und windig sein. Und dann soll... Nee, morgen soll es nochmal super windig werden und wenig regnen. Und dann soll es die Rest der Woche regnen, aber weniger windig werden. Also irgendwas ist immer gerade. Mal gucken, was ich morgen mache. Also auf jeden Fall Wäsche waschen und so weiter. Eventuell einkaufen brauche ich aber nicht. Ich brauche eigentlich nichts. Mein Auto muss ich übrigens auch machen. Das ist so dreckig. Also die Scheiben zumindest. Ja. Hiken muss ich auf jeden Fall in den 3 Tagen. Unbedingt Workout machen. So, ich habe 3 Videos hier hochgeladen. Aber den muss ich noch... und ich bin noch nicht mit den Videos durch, Mann. Thank you.